Beim Neujahrsempfang der Alko Kober AG werden großartige Nachrichten verkündet. Alko bleibt bis 2015 Haupt- und Trikotsponsor des FC Augsburg. Auf der Pressekonferenz in der SGL Arena betont Alko-Vorstand Stefan Kober, dass das Sponsoring von der Liga-Zugehörigkeit unabhängig ist. Wir haben sehr erfolgreiche Zusammenarbeit seit 2,5 Jahren mit dem FCA und haben unseren Markenbekanntheitsgrad wesentlich erhöht, in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Und hat sich natürlich sehr positiv ausgewirkt und das wollen wir dementsprechend weiterführen. Und wir setzen sehr viel auf Kontinuität und Beständigkeit. Und ich denke, wenn wir dann insgesamt 5 Saisonen in der Bundesliga gewesen sind, ja, dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. FCA-Geschäftsführer Peter Birks ist vor allem darüber erfreut, dass der Hauptsponsor des Vereins aus der Region kommt und auch zum FCA hält, wenn es einmal nicht so läuft. Was mich hier besonders freut, ist einfach die Tatsache, dass er jetzt in der Situation der Hauptsponsor und wichtigste Sponsor ein klares Bekenntnis zum FCA abgibt, weil wir sind am vorletzten Tabellenplatz. Die Wahrscheinlichkeit besteht einfach, dass wir eventuell absteigen. Wir werden uns zwar mit Händen und Füßen wehren, aber wenn es denn so wäre und dann sagt Alko in diesen schweren Zeiten, nee, sowohl in guten als in schlechten Zeiten stehen wir zu euch und verlängern sowohl für die erste als auch für die zweite Liga. Das ist schon ein großer Vertrauensbeweis und das freut mich natürlich. Alko ist führend in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Gartengeräte und Lufttechnik.